Sich bedeckt zu halten gehört ja quasi zum Job eines Spions bzw. einer Spionin. Trotzdem hoffen wir, dass sich Serienheldin Sydney Bristow nicht mehr allzu lang im Konsolenuntergrund herumdrückt. Das neue Spielmaterial, das wir zum Action-Adventure Elias ergattern konnten, macht nämlich ziemlichen Appetit auf die Vollversion. Die lässt jedoch noch etwas auf sich warten. Erst im April dürfte die lokalisierte Fassung fertiggestellt sein, für die alle deutschen Originalsprecher verpflichtet wurden. Solange die Übersetzungsarbeiten noch im Gange sind, nehmen wir mal Sydneys Ausrüstung ins Visier. Infrarot- und Nachtsichtgerät verschaffen der Doppelagentin einen klaren Vorteil beim Infiltrieren gut bewachter Gebäude. Und mit dem richtigen Werkzeug stellen auch Bewegungsmelder, Türschlösser oder Sicherheitsprogramme keine großen Hindernisse dar. Doch trotz technischer Finesse und Zehenspitzeneinsatz lassen sich Konfrontationen mit Gegenspielern nicht immer vermeiden. Nähert sich der Einbrecherin ein unerwünschter Gast, so sehen Sie ihn im letzten Moment in einem zweiten Bildschirmausschnitt und können mit Ihrer Figur in Deckung gehen oder sich die nächstbeste Schlagwaffe greifen. Ob sie nun mit Fäusten, Füßen oder Besenstielen austeilt, Sydney macht dabei eine hervorragende Figur, wenn auch das Zielsystem noch leicht unausgegoren wirkt. Außerhalb von Fecht- und Boxkämpfen setzt die Undercover-Agentin gerne auf scharfe Outfits, frei nach dem Motto: Wer mir aufs Gesäß schielt, merkt sich wenigstens nicht mein Gesicht.